wie gesagt, die Bühne scheint mich irgendwie nicht loszulassen. Ich wollte gar nicht. Interessant war, wir hatten drei größere Gruppen und dann sind noch drei übrig geblieben. Und von den dreien hat keiner gewusst, wo er sich hinorientieren soll. Während des Orientierens, wo man sich hinorientieren will, haben wir beschlossen, da hat sich über die Frage des Vorstellens, will man das Du verwenden oder das, und dann hieß es, wir bleiben bei dem Sie. Und über diesen Kontext haben wir ein Thema gefunden, sodass wir in der Dreiergruppe geblieben sind und das Thema Achtung und Achtsamkeit miteinander gefunden haben. Und in diesem Kontext war auch schön, wie sich dann im Laufe der Zeit, also dass man das erleben konnte, wie sich im Laufe der Zeit die Gruppe auf 6 Personen erweitert hat. Und wo wir überall diese Achtsamkeit oder diese Achtung wiederfinden. Und im Prinzip war davon gemeint, dass über das Sie, also dass Achtsamkeit und Achtung ein Entwicklungsprozess ist. Und solange ich noch nicht dabei bin oder mich noch nicht so weit fühle, über dieses Sie vielleicht mehr Achtung transportieren kann. Und das war so im Grundtenor unserer Erarbeitung, ohne vulgär zu werden, dass wir eine gemeinsame Sprache haben, die achtungsvoll und respektvoll ist und achtsam. Das war's. Dankeschön. Vielen Dank. So, das war Gruppe Spiritualität, Bewusstsein, einer von denen. Das war, ich habe hier 4 Gruppen gesehen, so, wer war dabei? Ich berichte über die Magiegruppe. Das ist ja ein recht schwieriges und sehr kontroverses Thema, deswegen erzähle ich einfach erstmal ein bisschen was über die Gruppe und wie wir das angegangen sind. Zunächst bisschen näher ans Mikrofon. Wie gesagt, schwieriges Thema. Wir haben also erstmal damit angefangen, den Boden zu bereiten für eine fruchtbare Diskussion vor dem Hintergrund, dass wir da, ja, dass es eben sehr kontrovers ist, mit bestimmten Ideen ja auch belegt. Insgesamt war es hinterher eine sehr, sehr schöne und offene und freie Diskussion. Die war's doch. Was, glaube ich, dadurch zustande kam, dass wir am Anfang so eine, uns gegenseitig unseren Respekt und unsere Achtung ausgedrückt haben. Das, denke ich, war wirklich zentral dafür, dass wir mit dem Thema sehr gut auch umgehen konnten. Wir haben dann erstmal geklärt, was Magie überhaupt für uns bedeutet und auch, warum wir in diese Gruppe gekommen sind. Und ich fange einfach mal mit den Motivationen an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir waren erst nur sehr wenige, ein ganz kleiner Kreis, der sich dann schnell noch erweitert hat mit Leuten, die aus anderen Gruppen dann zu uns gekommen sind. Und das Interessenspektrum war eigentlich hauptsächlich so gelagert, dass wir gerne wissen wollten, was die anderen darüber denken, aber auch ein paar konkrete Anlässe. Jemand, der sich sehr einfach für magische Phänomene interessierte oder gerade ein Buch dazu las, oder auch gerne wissen wollte, wie kann man sich schützen. Wolfgang hatte das ja auch bei der Einführung schon angedeutet, dass er selber da auch ein ganz persönliches Thema hat mit schwarzer Magie. Und das war dann erstmal so die Grundlage, auf der wir das Thema angegangen sind. Wir haben jetzt nicht besonders viel erarbeitet oder so, eigentlich eher an unserer eigenen Einstellung und unserer Wahrnehmung des Themas. Und wir haben hier eine ganze Reihe von persönlichen Definitionen, die jeder dann in der Runde gesagt hat, die letztendlich zusammengefasst dahin führen zu sagen, eigentlich ist alles Magie, wobei man das natürlich auf unterschiedlichen Ebenen betrachten kann. Also Magie ist die Lehre der Gesetzmäßigkeiten des Lebens vielleicht, ist aber auch eng verknüpft mit Macht und ihrer Ausübung, wobei Macht ja sowohl positiv als auch negativ verwendet werden kann. Magie ist Leben, es hat was mit dem Ego zu tun, mit Manipulation. Es ist das spirituelle Wissen über den Aufbau der Schöpfung und die Fähigkeit, dieses Wissen in Tat umzusetzen. Alltägliche Schöpferkraft und Kreativität, Visionen,
Dann kam das All-Eins-Sein, was zu dem passt, was ich eben sagte, dass es letztendlich ja, Magie alles durchdringt. Es ist unerklärlich, Zauberei ist ein Aspekt davon. Und hier kommen jetzt noch zwei kleine Sachen. Ja, Illusion vielleicht, wobei ja, unsere Welt ist ja vielleicht grundsätzlich eine Illusion. Also viele sehr, sehr diffuse Themen. Unsichtbare Kräfte, abgespaltene Schöpferanteile. Ja, und dann wieder diese Ego-Dimension, dass es vielleicht wahrgenommen wird, seinen eigenen Willen über den anderer zu stellen. Interessant wurde es dann, also wir haben dann noch so eine Zwischenphase gehabt, wo es auch um Erfahrungen mit Magie ging, wo wir dann ein bisschen über Wolfgangs Thema gesprochen haben und verschiedene Fragen dadurch aufgeworfen wurden, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Interessant war dann die Frage, was ist eigentlich das Gegenteil von Magie? Ich würde sagen, konnten wir nicht identifizieren. wir haben uns nämlich dann gefragt, gibt es, also wir sind dann zu dem Punkt gekommen, ja gut, Bewusstsein ist mit Magie eng verknüpft und gibt es denn auch einen Zustand ohne Bewusstsein? Und in unserer 3D-Welt, sage ich mal schon, im Koma zu liegen, unbewusst durch die Welt zu gehen, aber letztendlich ist ja alles durchdrungen von Bewusstsein in den verschiedenen Ebenen, Dimensionen und so weiter. Also jede Schneeflocke, jedes Blatt, jeder Baum ist durchdrungen von Bewusstsein. Insofern gibt es diesen Zustand der Bewusstlosigkeit aus unserer Sicht nicht und dementsprechend auch kein Gegenteil von Magie. Alles ist Magic. Vielen Dank. So, die Nächsten. Ja, hallo. Ich habe jetzt ein Heft mitgenommen, als hätte ich weiß Gott wie viele Notizen, aber ich habe gar keine. Jemand hat was notiert, aber ich habe die Schrift nicht mehr lesen können. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das einfach frei. Okay. Vorhin hat Peter gefragt, möchte noch jemand eine Gruppe bilden? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gedacht, Gott, was will ich denn da erzählen? Und im gleichen Augenblick kam im Fluss sein, dachte ich, okay. So, und dann war die Gruppe da und dachte ich, ja, was, im Fluss sein, ja klar. Und sofort kam es im Fluss. Nur das ausgesprochen, wupp, kam es im Fluss. Ja, da kam die Frage auf, wodurch können wir im Fluss sein? Und gleich die Gegenfrage, was macht es, dass wir verlieren die Fähigkeit, im Fluss zu sein? Und darüber haben einige von sich eine Geschichte erzählt. Ich habe damit angefangen, mit einer kleinen Geschichte, wo ich dann auch mein Ego natürlich erzählt habe, wie ich mich da ertappt habe, mit meinem Ego etwas zu machen. Und allein das Bewusstsein zu sehen, wo habe ich da versagt, auch wenn es so ganz klein ist, das macht gar nichts. Da komme ich wieder in den Fluss. Und so habe ich also die Runde damit geöffnet und dann hat die eine und der andere und so weiter. Und das war ganz schön. Und ja, es kam so durch. Also ich habe kein Ego mehr, nicht mehr viel Problem mit dem Ego. Ich habe nur Angst. Und da sagte ich, hallo, Angst gleich Ego, Ego gleich Angst. Also wir können natürlich auf verschiedene Art mit dem Ego zu tun haben, zum Beispiel im Umgang mit unseren Mitmenschen ist kein Ego mehr da, da wären wir schon heilig. Ja. Und heilig, gut, da wären wir nicht mehr da, da hätten wir nichts mehr zu tun auf dieser Erde. Also ein bisschen ist immer da, auch wenn wir viel dran gearbeitet haben, aber es war schön, weil einige von sich auch gesagt haben, in diese Transitzeit von der alten Welt in die neue Welt empfinde ich Angst. Und jetzt frage ich mal, wer empfindet das auch noch? Bitte Finger hoch, keine Hemmung, wir sind alle im gleichen Boot. Ja, wunderbar, danke. Danke für die, für diejenigen, die nicht den Mut haben, den Arm zu heben. Auch für sie danke. Die hatten Angst, dass das jemand anderes ist. Ja, ja, ich habe sie gleich gesehen. Okay,
Und dann sage ich, also ich fühle mich angstfrei. Es heißt nicht, dass ich keine Angst habe, sondern ich fühle mich angstfrei. Käme irgendwas auf mich zu, vielleicht käme auch die Angst. Das kann ich noch nicht jetzt sagen. Aber prinzipiell, ich vertraue, dass alles, was ist, hat seinen Sinn. Es gibt keine Erfahrung, die auf uns zukommt, die wir nicht gebrauchen könnten. Da ist aus allem etwas zu gewinnen. Und ob es Krankheit sind, ob es Pleite, Trennung, Verlust, Tod, all das sind Geschenke. Ja, Geschenke. So, und wenn wir das Leben so betrachten, das heißt nicht, dass wir nicht trauen dürfen, nicht traurig sein, nicht wütend. Nein, wir machen das alles mit Bewusstheit und schnell, und umso schneller kommen wir wieder in den Fluss rein. Ja, das war's dann. Dankeschön. Ganz vielen Dank. So, lasst uns im Fluss bleiben. Der nächste darf nach oben fließen. Heute stehe ich zweimal hier oben, ungewollt. Aber also wir haben unsere Runde zusammengetan, der Konstantin und die Permakultur von meiner Seite her, die Gedanken. Ja, und Konstantin hatte die Frage gestellt, wo liegt die Quelle der Kraft? Das war unsere Runde, wo jeder sich äußern konnte. Und die Hauptquelle haben fast alle benannt, die Natur. Die kam in verschiedener Form dann nochmal zum Ausdruck als Familie oder der kleine Sohn, Tiere, auch das Wasser, der Wald, die Heimat, das Zuhause, der Blick auf die Berge, der Sonnenuntergang. In der Mitte sein, ein ganz großes Thema. Und wo bekommt man wieder seine Mitte? Das war dann wieder die Natur. Aber auch Gemeinschaft, Stille, ein kleines Dorf, ein gutes Gespräch. Der Seelenauftrag, also von etwas begeistert sein, was man umsetzen möchte. Die Vision der Familienlandsitze zum Beispiel, Naturfotografie, Kommunikation, ja, und noch ein paar andere Dinge mehr. Und dann war das Thema, dass wir ganz konkret an einem Beispiel, an einem Grundstück von Alexander, oder? Albrecht, entworfen haben, wie Permakultur sich entwickeln könnte auf einem Grundstück, Nordausrichtung, wie ist ungefähr die Größe und dann, was brauchen wir dazu, um letztendlich glücklich zu sein. Ja. Teich, Haus und dann haben alle zusammen das entwickelt und die Vision war, wie entsteht so ein Grundstück in Permakultur über Generationen hinweg. Es war eine ganz interessante Geschichte. Wir haben aufgeschrieben, welche Pflanzen einfielen sofort, was man essen könnte auf dem Grundstück, wie man sich ernähren könnte, was schon da ist, das hat die Kreuze bekommen. Ja, da sind Bienen, da sind Becken für Algen, von denen man leben kann, Bäume, Laube, die wieder weggerissen wurde oder neu entsteht, Wasser, Häuser in organischen Formen, die eckigen wurden geändert in runde Formen, Gewächshäuser, Beete, Hochbeete, Bäume, ja, ganz viel Verschiedenes. Und das war an sich ganz spannend. Nee. Nach unten, nach oben, ne? Ja. Und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, was eigentlich die Gruppe war, die sich bei mir treffen sollte. Und ich habe dann versucht, nochmal so einzubringen, das Thema Permakultur in der Stadt. Unsere Vision, von der Natur ausgehend, was ist essbar, was ist nutzbar, was kann man alles gebrauchen. Essbare Stadt, wie beginne ich heute? Und da kamen dann begrünte Dächer und begrünte Fassaden. Ich habe dann einfach mal die Frage gestellt, brauchen wir denn noch Städte? Und das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil welche Bedürfnisse erfüllt uns eine Stadt?
Die Antwort konnten wir natürlich nicht geben. Ich denke, das ist einfach nochmal so eine Überlegung wert, wenn wir eine Vision entwickeln wollen. Auch zu sehen, den Übergang. Und da hat sich auch gezeigt, dass es ganz schwer ist, eigentlich eine Vision zu entwickeln für die Zeit, wo wir keine Restriktionen mehr haben. Also die Frage, was ist, wenn die Reglements wegfallen? Und wie könnte dann das Land aussehen? Wie könnten oder wollen wir dann wohnen? Und die meisten hängen noch im Übergang. Bis dahin müsste man das und das. Also es ist manchmal auch ganz schwer, eine Vision so zu entwickeln, dass man schon die Übergangsphase überspringt. Aber wir sind ja in einem Wachstums- oder Entwicklungsprozess, ich denke, das entsteht. Ja, und so kam halt einiges zusammen. Der Wunsch war vor allen Dingen von der jungen Generation, die Hochhäuser weg, die Straßen weg, Teleporter nutzen, große Räume, gemeinschaftliche Gärten, die Häuser, die wir jetzt noch haben, die uns nicht gefallen, umzuwandeln in Gewächshäuser und Pflanzhäuser, statt Fernseher Anastasia-Debattierclubs einrichten, Wälder in die Innenstadt bringen oder in die Städte mit Wasser, Flüssen, Tieren, Bäume, Kreisläufe schaffen. Die Stadt, nochmal auf die Frage, dann kam die Antwort, also wozu brauchen wir noch Städte, um uns zu treffen, um Kulturen auszutauschen, um ja, miteinander in Kontakt zu kommen, dass wir von den Landsitzen auch eine Möglichkeit haben, uns auszutauschen, mal zu sehen, auch um Manufakturen, um Handwerk noch zu haben, um zu tauschen, ja, Lernangebote zu binden und kommt sicherlich bei dem einen oder anderen noch vieles dazu. Ja, und dann war ein ganz wichtiger Punkt, der noch kam, Ernährung, weil das zusammenhängt, wie wir leben wollen, wie wir unsere Räume gestalten wollen, zu sorgen, dass wir geistig und körperlich uns wohlfühlen und genügend gute Nahrung für uns haben. Ja, und da sind wir dann auf dem Schritt, wo wir Autarkie brauchen, auch in der Stadt. Wie ist das möglich? Wie können wir das umsetzen? Und wie kann das überhaupt entstehen? Ja, und da gab es viele Vorschläge schon. Es ist ja auch manches schon unterwegs. Und eines, das lasse ich jetzt, hilf mir nochmal bei deinem Namen, Rainer, vorstellen. Ja, der Ansatz vom Konstantin, diese Fragestellung vorhin auch, was wäre, wenn Finanzämter weg sind und Schulämter und Bauämter, der lässt eigentlich die Ideen erst überhaupt zu, weil wir sind so eingeengt, weil letztlich jede Planung, die wir im Moment machen, nach den alten Gesetzen heißt, geht nicht, darfst du nicht und so weiter. Wir haben vor 5 Wochen ein Treffen gehabt von Freilernern. Und eine Woche drauf war hier in Alsfeld das letzte Treffen. Und ab beiden Treffen haben sich Leute zusammengefunden, unabhängig voneinander. Die haben gesagt, wir wollen Gemeinschaft, Gemeinschaft als Motor, Gemeinschaft so als gegenseitige Stütze, Austausch. Und es hat sich jetzt ganz spontan, ist eine Planung entgangengekommen. Wir werden uns vom 26. April bis zum 5. Mai treffen, voraussichtlich wieder. Die Planung läuft im Moment. Soll keine Konkurrenz sein hier am 5. Es sind einige dabei, die sogar von da aus hier hinstarten wollen. Und wir hoffen eigentlich, dass wir so erste Ergebnisse dahin bringen. Wir haben extra einen langen Zeitraum eingeplant, wo man sich kennenlernen kann. Und ja, vielleicht ist der eine oder andere, der auch noch teilnehmen möchte. Also die Planung geht sehr kurzfristig. Wir haben ein Internetforum eingerichtet, freilernerdorf.de. Und da findet jetzt im Moment die Planung drin statt. Also vielleicht haben wir nach diesem Wochenende wieder Zuwachsrate bei den Mitgliedern da und der eine oder andere geht schon in der Planungsphase mit und kommt vor allen Dingen dahin. Ja. Okay. Super, danke. Vielen Dank. So, wen haben wir noch? Noch einen ganz, ganz, ganz kurzen Moment. Ich bin doch angesprochen worden, wie man in Städten anfängt. Also wenn man jetzt Flächen hat, irgendwo Brachflächen in Städten, dann ist es alles Beste, so wie wir es in Todmorden gesehen hat, vielleicht 1, 2, 3 Leute zusammenzusuchen und dann zu sagen, wir haben das gleiche Interesse und an die Stadt heranzutreten, an die Liegenschaftsämter, an die Bauämter, an die Grünflächenämter und dort versuchen, Verbündete zu finden, weil die haben auch das Wissen,
welche Eigentümer das sind. Und da gibt es Möglichkeiten, dann diese Flächen auch zwischenzunutzen. Und ich hoffe, die Zeit läuft für uns, dass es aus einer Zwischenbenutzung dann eine endgültige Nutzung mal wird in den Städten oder Dörfern oder Gemeinden. Ja, und zum Beispiel in Schneeberg, da ist die Liegenschaftsamtsleiterin, die dort solche Dinge kreiert, die hat Permakultur, macht die auf Brachflächen, hat dort einen Verein gegründet, macht das mit Frauen und natürlich auch mit Kindern und anderen. Ja, also es sind überall schon Menschen, die bereit sind für sowas und auch Unterstützung geben. Versucht es einfach, macht es einfach, geht an die Ämter und holt euch die Informationen, die Unterstützung. Also ich möchte euch damit bloß Mut machen. Und in Leipzig auf der Stadt, auf der Webseite findet ihr auch die sogenannten Gestattungsverträge, wo dann die Stadt unterstützend in Leipzig zum Beispiel mit den Eigentümern Verträge macht, sodass dann Steuern auf die, also Grundsteuer und sowas erlassen wird. Also da gibt es verschiedene Wege, da sind Beispiele, schaut euch das einfach an. Vielen Dank. So, nächste. Also bei uns sind die Punkte zusammengekommen, dass die Menschen ausreichend von Herzen informiert werden sollen, dass der Mensch zurückgeführt werden soll zur Natur, dass er überhaupt einen Bezug zur Natur bekommt. Dass Familien, die also Produkte abnehmen können, mit Familien, die produzieren, verbunden werden sollen, also in der Landwirtschaft. Also jetzt, man geht von Kleinfamilienbetrieb aus, der dann entsprechend was produziert für Abnehmende und die Familien miteinander verbindet, dass vielleicht die Familie auch bei der Ernte helfen, dass regionale Gruppen gebildet werden sollen, die den Landwirten oder den Bauern auch bei der Ernte helfen können. Dann, dass es möglich sein muss, dass Ackerflächen oder landwirtschaftliche Flächen für die Familienernährung erworben werden können. Dann wichtig, dass man Schülerpraktikum durchführt, damit also auch die Jugend einmal weiß, wie es in der Landwirtschaft zugeht. Also wir haben dann die Beispiele angefangen vom Dritten Reich und aufgehört bei der DDR aufgeführt, dass es da auch vielleicht einen positiven Einfluss hatte für die Jugend, dass sie mal gesehen haben, wie es in der Landwirtschaft zugeht. Also das heißt, dass die Kinder sowohl im Stall als auch auf dem Feld sind und dass auch eine Verbundenheit mit dem Land dadurch entsteht. Dann, dass jeder, also der was voranbringen will, selbstverantwortlich es im eigenen Bereich mal vorführen soll. Dann, dass man das jeder das Recht hat auf 25a, also 2500 Quadratmeter Fläche, um da drauf zu produzieren. Das heißt, für eine Familie mit 4 Personen 1 Hektar. Und dann, dass man global denken soll und regional handeln. Das waren unsere Punkte, die wir zusammengefasst haben. Ja, vielen Dank. Sind da Fragen? Ich kann jetzt keine lange Fragestunde machen hier. Keine lange. Okay. Der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Okay, das ist in Ordnung, ja. Schreib's dazu. Ach so. Okay, dann brauchen wir eine Mediation zwischen den beiden. Nein, keine Meditation. Wir machen ein Vermerk dahinter, dass das noch zur Debatte steht. Christian? Oder war sonst noch jemand aus einer Gruppe? Nein. Okay. Okay. Du kannst ja ruhig dein Mikrofon mal behalten, dann gibt es hier noch eins. So. Ja, ich hatte das Glück, diesmal auch eine Gruppe moderieren zu dürfen. Und mein großes Glück bestand darin, dass das dann auch mal so ablief, wie ich mir das vorgestellt habe. Immer wenn wir gemerkt haben, es war ja auch die Gruppe Spiritualität und Bewusstsein. Wenn wir gemerkt haben, es wird jetzt zu sehr kopflastig und zu sehr im Detail, habe ich gesagt, findet ihr nicht auch, jetzt wäre mal wieder Zeit, so eine Minute in Stille zu gehen?
Und das hat also wunderbar funktioniert, dass wir also immer in dem Moment, wo wir gemerkt haben, oh, jetzt geht die Energie runter, haben wir innegehalten und sind im Moment in Stille gegangen, sodass jeder nochmal nachspüren konnte, was steht jetzt an, was möchte ich von innen her beitragen, wohin geht es jetzt? Ja, da kam dann raus, also wir wollten ja ein Gebet finden für die 13 Bereiche ursprünglich und dann kamen wir dazu, nee, das ist jetzt in anderthalb Stunden eigentlich nicht möglich. Wir wollen aber trotzdem gerne sowas, was man so, wo in Worte gefasst so die Essenz ist, in, dass man sich ausrichten kann mit seinem Herzen und eben seine spirituelle Kraft fokussieren kann in diese Bewegung. Ja, und dann stellte sich auch heraus, dass in dieser Gruppe 4 Männer waren, mich eingeschlossen, die gerne Gedichte schreiben. Das war so die Dichter- und Denkerfraktion. Und da kamen wir auch auf die Idee, eventuell so ein Gedichtband zusammenzustellen, über irgendwelche Online-Plattformen die Sachen zusammenzusuchen und vielleicht auch darüber abzustimmen, wäre eine Möglichkeit. Und dann eben ein Band rauszubringen, der eventuell auch so eine tolle Energie hat, dass er auch ein bisschen einen Erlös bringt für die Bewegung. Ja, und habe ich was Wichtiges vergessen? Genau, das war auch interessant. Also wir haben mit 10 Leuten angefangen. Dann wurden es 12 und wir kamen irgendwie nicht weiter. Und dann kam der 13. Also wir waren, genau, der Prozess war, wir wollten gerne in dem Gebet haben, dass wir uns in Dankbarkeit von dem alten System verabschieden. Also mein Stichwort, das mir so in der Stille kam, Ruhe in Frieden. Ja, weil das, also eine Quelle für viele Probleme im Leben der, also von vielen Menschen ist, dass wir uns nie von den Dingen verabschieden, die aus unserem Leben scheiden. Und dass der Tod oder das auflösende Prinzip eben so ein großes Tabuthema ist, weshalb das auch ein Grund ist, warum wir so machtlos sind, weil wir eben Angst davor haben. Ja, und dann waren wir an der Stelle, wo es darauf ankam, ja, wie benennen wir das jetzt, ohne dass es irgendwie zu sehr wieder an dem Alten anhaftet. Ja, und da kam der 13. und hat dann ein Gedicht vorgetragen, was er mal geschrieben hat. Ja, und das ist eben ein Bestandteil von dem Gesamtgedicht, was entstanden ist im gemeinschaftlichen Prozess, wo eben erst in den Runden, wo wir in die Stille gegangen sind, jeder so Impulse bekommen hat und von allen Seiten ist eben was eingeflossen. Und einer aus unserer Gruppe hat dann das mal zusammengeschrieben, dass es ein bisschen auch einen Rhythmus hat. Und dann hatten wir eben dieses Stück von dem, was wir erarbeitet hatten und dieses Fertige von dem 13., der da noch kam. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, man muss ja nur ein Wort ändern in dem, was wir schon haben und dann passt das, was dazukommt, das 13. perfekt rein. Ja, und diese... Symbol? Das Symbol? Ah, das Symbol, ja, da waren wir auch noch... Genau, wir wollten eben Worte finden und vielleicht auch ein Symbol. Oder am Anfang haben wir überlegt, 13 Symbole, wo wir dann eben... auf der geistigen Ebene die Energie kanalisieren können für die 13 Bereiche. Das ist allerdings, also war mir klar, dass das nichts in anderthalb Stunden zu machen ist, aber das war so eine Idee, man könnte so ein Retreat machen, wo wirklich eine Gruppe sich findet und wirklich das empfängt. Am besten haben alle das gleiche innere Vision, das wäre natürlich... Oder jeder bringt einen Teil und dann ergibt es was. Das hatte ich mit meiner, also bei dem Logo für unsere Heilpraxis, das mit meiner Partnerin passiert. Wir hatten beide so eine Vision und haben gesagt, Moment mal, das setzen wir jetzt zusammen und dann haben wir es. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Ja, genau. Und da kamen wir drauf, wir haben ja schon ein Symbol, die Blume des Lebens. Und da war aber auch das Gefühl, dass eventuell diese Farben, Gold, Rot, Schwarz, gar nicht das repräsentieren, was wir so in uns tragen. Und dass das auch, das wollen wir einfach als Anregung geben, dass das eben bei vielen komische Reaktionen auslöst. So, und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, da mal drüber nachzudenken,
sind Schwarz-Rot-Gold eigentlich die Farben, Gold-Rot-Schwarz, die das, was wir in uns tragen, so, was uns ausmacht als Kultur auch, wenn, ist ja okay, dass man sich da so definiert. Aber sind es die Farben? Einfach nur mal so als Anregung. Ja, und zum Schluss wollen wir euch unsere geistige Praline noch zukommen lassen. Okay, und das möchte die Christiane gerne machen. Also ich will es nochmal sagen, die Idee ist eigentlich, dass wir das sogar jedem mit nach Hause geben möchten. Und wir uns wirklich vorgestellt haben, es ist wie ein Gebet, haben wir es ja entwickelt. Und wenn jeder von uns hier es zu Hause mit der Kraft seines Herzens betet und es vielleicht auch noch zu Hause weitergibt, dann verstärken wir das, was wir hier alle miteinander wollen, in vielleicht wirklich ungeahnter Weise. Und es kam noch die Idee, dass jemand sich gesagt hat, und wenn ich das Gebet spreche, dann stelle ich mir unseren Abschlusskreis vor. Gut, und ich lese es jetzt mal vor. Ich bedanke mich für die getrennte Zeit und lasse sie in Frieden gehen. Mein Herz ist zum Empfang bereit, Kraft meiner Liebe kann ich sehen. Ich bin Licht und ich bin Dunkel, in Liebe verbunden, die Quelle der Kraft, die alles schafft. Und wunderschön. Vielen Dank. Das berührt uns alle hier sehr. Das ist so. Ja, und der Vorschlag war, dass wir es vielleicht alle mal gemeinsam sprechen, was sehr kraftvolle Energie aufbringen kann. Wer möchte, natürlich nur. Ja, steht doch alle auf. Ich glaub, das ist vielleicht ist das sogar schön, wenn wir jetzt unseren Kreis dazu machen. Ja. Oder so. Und das dann, ja. Ja. Um die Stühle drumherum oder wie ihr auch immer gerade Lust habt, ob ihr sie eben beiseite räumen wollt.